Die erste Automesse des Jahres in Europa ist die ideale Gelegenheit, um Weltpremieren entsprechend in Szene zu setzen. Audi hat einige mit zum Autosalon in Genf gebracht. Den Start macht der S1. Er ist nun das kleinste S-Modell der Ingolstädter. Dank 231 PS aus dem 2-Liter Turbo dürfte das Topmodell der A1-Reihe potent genug sein, um neue Kunden zur Marke mit den vier Ringen zu holen. Ebenfalls eine Weltpremiere ist der Auftritt des S3 Cabrio. Quattro-Antrieb, 300 PS, Leistung in jeder Lebenslage und bei Bedarf bis zu 250 km/h schnell. Das dürfte wohl die sinnlichste Art des Cabrio-Fahrens im Topmodell der A3 Cabrios sein. Die nächste Weltpremiere auf dem Audi-Stand ist die dritte Generation des TT. Das Sportcoupé war immer ein Trendsetter und das wird auch so bleiben. Dieses Mal ist die eigentliche Revolution im Cockpit zu finden. Es gibt lediglich ein einziges Display. Dieses ist hinter dem Lenkrad positioniert. Darauf werden alle Anzeigen und Instrumente virtuell eingeblendet. Aber das ist natürlich nicht alles, denn die Audi-Ingenieure haben viel Herzblut in die neueste Auflage des TT investiert. Vorsprung durch Technik wird in all unsere Neufahrzeuge natürlich eingebracht. Das ist unser Idiom, das ist unsere Vision, daran orientieren wir uns. Das heißt, Audi-Fahrzeuge sind immer voll mit Technik und sind immer Technologien, die halt irgendwo einen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb haben und das in Emotionalität, Fahrspaß und Attraktivität umsetzen. Beim TT ist es so, dass der TT ein Fahrzeug ist, ist eigentlich ein sehr ikonisches Fahrzeug. Das heißt also, das Design muss erkennbar sein, die Proportionen müssen gehalten werden, aber die gesamte Technik ist komplett neu bei dem Fahrzeug, die aber kundenrelevant ist, mit der Kunde gut umgehen kann, mit der er seinen Spaß haben wird. Und das ist wichtig beim TT, beim Autofahren Spaß haben. Was auf Basis des neuen TT möglich wäre, zeigt diese Studie namens TT Quattro Sport Concept. 420 PS und eine entsprechende Optik dazu dürften bei den TT-Fans für feuchte Hände sorgen. Wer Audi kennt, wird schon erahnen, dass das kommende Topmodell TT RS garantiert einige Details dieser Studie erben wird.